Erstmal mal beim GT-Rennen, damals nur die vier GT waren, und uns dort ein Rennen angeschaut haben in Brünn, das war in Tschechien. Dort war es eine kleine Kartbahn, und da haben wir uns dann überlegt, naja, es war doch mal lässig, selber so irgendwas probieren, so wie ein Rennfahrer mal zum Fahren. Ne? Und dann war da die Kartbahn, haben wir das ausprobiert, und das hat richtig Spaß gemacht. Das Jahr drauf sind wir dann wieder dorthin gegangen, sind zu dem Rennen und sind dann wieder dort Kart gefahren. Und ja, so hat sich das Ganze dann ergeben. Dann haben wir uns mal umgeschaut, weil wir uns gedacht haben, sowas kann man ja selber auch kaufen. Und dann haben wir einen Karl Wendling auch noch getroffen, der ist damals an Aston Martin gefahren, in dieser 4 GT. Und das hat uns dann halt die nötige Motivation gegeben, und deswegen haben wir dann uns entschlossen, damit anzufangen. Sehr viel, weil es eigentlich den Großteil meines Lebens einnimmt. Und das Ganze drumherum, also es ist eigentlich mein Leben geworden, sagen wir so. Inzwischen die Rennen ist hauptsächlich schauen, sie wieder auf die Rennen vorzubereiten, und sonst hobbymäßig bleibt eigentlich nicht sehr viel Zeit für Hobbys, sondern mehr so für Dinge für zwischendurch, sage ich mal, so spontane Ausflüge oder so. Aber ich spiele nebenbei noch Gitarre und versuche gerade ein bisschen Klavier zu lernen. Ja, also ich muss sagen, Gitarre spielen ist ein schöner Ausgleich, so, vor allem weil du mal so entspannen kannst, wenn du das so spürst und so. Vor allem gewisse Songs sind doch irgendwie sehr motivierend oder emotionsergreifend, sage ich mal so, und die selber zum Spielen macht halt doch sehr viel Spaß. Und du hast halt, du konzentrierst dich auf etwas, vergisst das andere ringsherum, das ist wirklich entspannend. Naja, kommt drauf an, so wie jetzt am Donnerstag, wenn wir anreisen, also am Donnerstag mein freies Training, meistens Strecke kennenlernen, Auto neu, auf die neue Strecke abstimmen. Freitag sind dann einmal zwei freie Training, da versucht man dann alles zu perfektionieren. Am Abend, je nachdem, ob Samstag oder am Freitag am Abend oder am Samstag in der Früh, ist dann Qualifying, und dann ist nur am Samstag und am Sonntag die Rennen. Und nach die Rennen, am Sonntag nach dem Rennen ist dann wieder zum Heimfahren. Also ich muss sagen, den Audi über die Strecke zu bewegen, ist wirklich sehr, sehr geil, wie man sagt. Es ist ein super Gefühl, es macht wirklich viel Spaß, es ist wieder eine neue Herausforderung, wieder viel zum Lernen, aber es ist machbar. Also dieses Jahr ist einmal wichtig, alles mitzunehmen, was zum Lernen geht. Ich habe einen Jab von Lachen, der hilft mir da sehr viel. Und nächstes Jahr versuchen wir dann richtig anzugreifen, weil man sieht doch, dass die TCR eine ganz andere Klasse ist wie der Clio. Es ist jetzt viel mehr Dinge noch zum Achten und zum Schauen, und das ist alles nicht mehr so einfach, wie es mal war im Clio. Aber das ist auch einfach Übung, Übung, Üben und Lernen. Jetzt mal auf der Rennstrecke, sobald irgendwas noch mit Motorsport zum Tun hat, ist sofort zum Lernen. Ich schaue mir zum Beispiel viele Videos an, im Internet über Strecken, Onboard-Videos, oder auch, ich schaue mir nach jedem Rennen, nach jedem Rennwochenende unsere Rennen an, weil die sind ja auf YouTube oder auf der ADAC-Homepage zum Anschauen möglich. Die schaue ich mir immer wieder, also die schaue ich mir noch immer an, und gehe die dann nochmal durch, schaue so, was passiert ist, und ich schaue mir aber auch von die Jahre davor an die Rennen auf die Strecken, um zu sehen, oh, was sind Überholmöglichkeiten und so. Also man lernt überall. Meistens ist das, meistens erinnert mich an das, was man sich denkt, mal war doch ein schönes Wochenende, sei es, ob es jetzt gut gegangen ist oder nicht so gut, aber es ist auch wichtig, dass man dann sieht, was man für Fehler gemacht hat und so, oder was man besser machen kann, was die anderen machen und so, weil das sieht man ja so alles nicht als Fahrerperspektive, und so kann man das dann super sehen. Hello, I'm Rick. I'm working for the Certainty Racing Team from Holland. Simon started last year with us in the Renault Clio Cup Germany, and we grow up to the TCR Germany.
I think he's doing quite well for a young guy like him. Yeah, we are proud of him. It's nice to work with him. So let's go on.